Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mario Tennis Aces. Heute fangen wir an mit dem nächsten Spielmodus und das ist der Turniermodus. Ja, den schauen wir uns jetzt an. Natürlich die CPU-Turniere ist ja ganz klar und wir starten mit dem Pilz Cup. Charaktere können wir folgende wählen: Mario, Luigi, Wario, Daisy, Peach und Waluigi. Also unsere Protagonisten sozusagen aus dem Abenteuermodus. Dann haben wir noch Rosalina, Toad, der ja auch mit dabei war, Toadette, Boohoo, Bowser Jr., Bowser, Yoshi, Donkey Kong, Spike, Blooper, ich hasse dich, Koopa und den Kettenhund. Und wir haben hier noch jemanden, den wir freischalten können, indem wir am Online-Turnier teilnehmen. Das ist ja super. Machen wir jetzt dennoch nicht. Wir starten mal mit Toad. Der hat nämlich während dem Abenteuermodus nie was gemacht, nur gelabert. Von daher, achso, ich spiele den ganzen Cup mit ihm. Ja gut, machen wir. Also, erste Runde. Toad gegen Luigi, Daisy gegen Boohoo, Mario gegen Wario, Yoshi gegen Peach. Erste Runde pro Spiele, Spiele pro Satz 2, Sätze 1, okay. Halbfinale, Spiele pro Satz 2, Sätze 1, okay, also genau dasselbe. Finale, Spiele pro Satz 2, Sätze 3. Schläger 6, okay, dann wissen wir Bescheid. Erste Runde, gleich mal ein fetter Gegner, nämlich Luigi. Okay, los geht's mit dem Aufschlag und den haben erstmal wir. So, das ist der erste Punkt. Ich vermute mal, also das hier ist ein ähnlicher Modus, wie es ihn bei Mario Tennis 64 gab. Ich vergleiche die beiden Spiele ja immer gerne. Und damals war es so, dass der einfache Cup tatsächlich der erste war, also dieser hier. Und das ist dann immer schwieriger wurde. Also auch innerhalb der Cups wurde es von Runde zu Runde immer schwieriger. Also gehe ich mal davon aus, dass der Pilz-Cup und so scheint das ja jetzt bislang auch der einfachste sein wird. Boah, gleich mal ein Ass. Sehr schön. War natürlich nicht unerreichbar, um Gottes Willen. Aber Luigi stellt sich halt ein bisschen an. Da kriegt ihr gar nichts. Versucht's ja nicht mal, ne? Ja, also erstes Game für Toad. War nicht sehr schwer, das rauszuspielen. Mal schauen, ob Luigi mit eigenem Aufschlag ein bisschen mehr hinkriegt. Nö, tut er nicht, weil er auch wieder in den Ecken stehen bleibt. Ganz, ganz, ganz dummes Verhalten von Luigi, so kann er den natürlich nicht kriegen. Er ist ja gerade mal bis zur Mitte des Feldes gekommen. Da war der Ball schon weg. Also, wow, da muss er schon den Slow-Mo-Move benutzen, um so einen Ball zu kriegen. Und da kriegen wir den nächsten Punkt. Also das ist wirklich keine Herausforderung hier. Zumindest die erste Runde nicht, aber schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ihr habt vielleicht gesehen, dass jeder Charakter seine eigene Stärke hat. So eben auch Toad. Toad ist ein sehr schneller Charakter. Somit sollte es möglich sein, mit ihm relativ gut die Bälle noch zu erwischen. Dafür liegt seine Qualität halt nicht so sehr im Tennisspielen an sich, ne? Und da haben wir auch schon den Matchball. Und das sollte er sein, jawohl. Guter Schlag von Toad, aber gegen Luigi braucht es das nicht mal. 2 zu 0. Gewinnt Toad gegen Luigi, wenig überraschend.
Denn das war einfach gar nichts vom italienischen Klempner. Also 8 zu 0 Punkte. Ja, das ist sehr, sehr eindeutig. Luigi war hier ganz klar chancenlos. Und... naja. Tschüssi. Und ja, von dem her gesehen... schau mal. Daisy gegen Buhu. Buhu gewinnt. Sehr schön. Freut mich natürlich. Das heißt, wir spielen in der nächsten Runde gegen den knuffigen Geist. Mario gewinnt gegen Wario. Und Yoshi gegen Peach. Da setzt sich durch Peach. Also, erst Runden aus von Yoshi. Und jetzt also das Halbfinale gegen Buhu. Die Ladezeiten sind ziemlich geil in dem Spiel. Es gibt nämlich so gut wie keine. Oh Mann. So, los geht's. Toad hat wieder Aufschlag. Mal schauen, wie Buu spielen wird. Na, ja, bis jetzt. Stellungsspiel war ähnlich wie bei Luigi gerade. Natürlich werden wir Buu auch noch nehmen. Das ist ja ganz klar. Jeder, der mein Mario Kart 8 Let's Play gesehen hat, der weiß ja, dass Buu einer meiner Lieblingscharaktere ist bei Mario. Und natürlich werden wir ihn auch hier wieder nehmen. Aber jetzt für den Auftakt nehmen wir einfach mal Toad. Weil er eben beim Abenteuermodus viel gelabert hat, immer dabei war, aber nie den Tennisschläger in die Hand genommen hat. Nicht einmal, ne? Während des ganzen Adventure-Modes. Sehr, sehr schwach. Hat mich dann noch überrascht, dass er so gar nicht mitgespielt hat. Ich dachte, da kommen mal wenigstens so die eine oder andere Mission, wo er dabei sein wird. Aber ich glaube, er hatte nicht eine. Natürlich an dieser Stelle, falls ihr euch wundert, dass das hier Folge 15... okay, der Punkt war nicht schlecht. Der Punkt war nicht schlecht, Buhu. Respekt. Falls ihr euch wundert, dass das hier Folge 15 ist, obwohl wir ja gerade erst starten, liegt das natürlich daran, dass wir den Abenteuermodus bereits Let's Played haben hier auf dem Kanal. Also falls ihr daran auch Interesse habt, schaut gerne vorbei. Link ist, denke ich mal... ja, Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung zur Playlist. Und in dieser Playlist findet ihr alle Videos zu Mario Tennis Aces, die bis jetzt hochgeladen wurden. Wie gesagt, Abenteuermodus ist schon online und jetzt schauen wir uns noch den Turniermodus an. Einmal offline und dann natürlich nochmal online. Ich bin gespannt, wie es online sein wird. Hieß es nicht, dass Nintendo im September 2018 anfangen will, Geld zu verlangen für den Online-Service? War das nicht so? Denn falls ja... Gott, nee. Einfach nein, wie wär's damit? Einfach nein. Sehr schön. Schöner Schlag, 30-0. Ja. Sogar in die Ecke gespielt, in der Buhu steht, und er kann ihn trotzdem nicht kriegen. War halt ein Sternschlag, ne? Batz, schön satt, saftig getroffen. So, und das war das Match. Damit stehen wir im Finale vom Pilz Cup. Schwierigkeit ist auch hier natürlich absolut lächerlich. Wir gewinnen mit 2 zu 0 gegen Buhu. Toad kann sich freuen, dass er auch mal was geschafft hat. Immerhin ein Punkt konnte Buhu erzielen. Und damit sehen wir uns in der nächsten Runde. Sozusagen. Aber es gibt natürlich jetzt keinen Schnitt, um Gottes Willen. Bis zum nächsten Match, ja. Ich lese diese Toad-Moderatoren übrigens nicht vor, wie ihr merkt. Das, habe ich schon jetzt so Bock drauf. So, Mario gegen Peach.
Peach gewinnt. Das ist eine kleine Überraschung. Damit stehen wir im Finale. Toad gegen Peach im Pilz Cup. Jetzt sind es drei Sätze. Also zwei Sätze muss man gewinnen, um hier dieses Match zu gewinnen und jeweils zwei Games. Das hat sich also nicht geändert. So, da haben wir Toad auf der einen Seite. Sein Fanboy ist im Hintergrund. Und auf der anderen Seite Prinzessin Peach. Oh, die habe ich scheinbar weggedrückt. Oder die kriegt keine Anfangssequenz. Keine Ahnung. Okay, schauen wir mal. Ja, ist auch sehr, sehr leicht. Also ich finde das sogar zu einfach. Ich erinnere mich, bei Mario Tennis 64 hatte der Pilz Cup noch eine gewisse Schwierigkeit. Hier setzt die KI ja komplett aus. Die bleiben einfach stehen und warten drauf, wo der Ball hinkommt. Ja, und wenn der Ball dann eben dahin kommt, wo sie nicht stehen, dann haben sie ein Problem. Das ist zu einfach, Nintendo. Selbst für den Pilz Cup. Aber okay. Wenn man natürlich diesen Turniermodus am Anfang spielt, ist es vielleicht ganz okay, wenn es so einfach ist. Ja, aber auch da, es ist ja überhaupt keine Herausforderung. Von daher, weiß ich nicht. Ja, erstes Game für Toad. Das wird jetzt halt ein bisschen länger dauern als die anderen Spiele. Weil es eben zwei Sätze sind, die wir gewinnen müssen, nicht nur einer. Aber ich denke mal, der Pilz Cup gibt einen glatten Durchmarsch. So, mal schauen, was Peach drauf hat in Sachen Einwürfen. Einwürfen, sag ich schon. Aufschlägen, Entschuldigung. Ja, auch das war gering, sage ich mal, was da kam. Nicht fest zurückgeschlagen. Und dann hatten wir natürlich die Chance, den Punkt zu erzielen. Und den nutzen wir auch. Also ich mache hier nicht einen auf, oh Mann, es ist voll spannend, indem ich hier künstlich irgendeine Spannung reinbringe. Jetzt kriegt sie sogar mal ein paar Bälle zurück. Aber sobald der Schmetterball kommt, hat sie keine Chance. Oh, der war gar nicht mal ungefährlich. Jetzt kommt der Zielschlag sogar. Erstes Mal in diesem Turnier, dass wir sowas sehen. Also, im Finale wird es tatsächlich ein bisschen knackig, immerhin. Was heißt knackig? Es wird Mario Tennis, ja. Immerhin. Trotzdem, viel zu einfach. So, Satzball für uns. Bam, das war ein schöner Punkt, Toad. Hat das klasse gemacht und damit steht es 1:0 nach Sätzen. Den ersten Satz gewinnen wir ganz locker mit 2:0 gegen Peach, die hier wenig Gegenwehr zeigt. Und ich denke mal, das ist auch im zweiten Satz zu erwarten, dass da nicht viel mehr kommt. Boah, gleich mal das Ass rausgehauen. Sehr schön, natürlich, aber ja, der muss natürlich auch nicht so fallen. Hier wieder grobes Stellungsspiel von Peach. Keine Chance, an diesem Ball noch irgendwie ranzukommen. Ah, nicht gut getroffen. Und da macht sie ihren ersten Punkt. 30-15 und der war tatsächlich gut gespielt. Das muss man sagen. Also, da hat sie genau den richtigen Schlag genommen. Angedreht, um uns herum gezirkelt sozusagen. Sowas ist natürlich dann schwierig. Aber Toad revanchiert sich mit einem Ass. Das auch nicht schlecht war. Ebenfalls angedreht, schön von Peach weggezirkelt. Aber trotzdem hätte sie ihn bekommen können. Keine Frage. Und das ist kein Punkt, weil sie ihren Slow-Mo-Move hier einsetzt. Aber das müsste der Punkt sein und das ist er. 1:0 nach Spielen. Ein Spiel noch und wir haben den Pilz Cup gewonnen. Und es war keine große Schwierigkeit bisher. Also meiner Meinung nach viel zu einfach, aber das habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich.
Ja. Wir haben sogar die Möglichkeit, einen Spezialschlag zu machen. Ich hab's gesehen. Aber wobei, mich würde es interessieren, wie Toads Spezialschlag aussieht. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Der wird bestimmt keine Wandsprünge machen. Dann machen wir es doch einfach mal. Und zwar jetzt. Okay. Nein, ich habe ihn ins Ausgeschossen. Ich bin so dumm. Ja, Peach einen Punkt geschenkt. Unnötigerweise. Aha. Interessant. Interessante Animation dennoch. Den kriegt er noch. Fass es nicht. Jetzt hat es sogar mal ein bisschen Gegenwehr gezeigt. Aber am Ende holen wir uns trotzdem den Punkt. Holt sie sich auch noch, aber... Boah, den auch noch. Krass. Und das war ein schöner Punkt von Toad. Den musste er jetzt auch machen. Hatte da richtig viel Zeit, sich auszusuchen, wo schlage ich den hin. Und dann gegen die Laufrichtung von Peach, die sogar mal in die Mitte zurückgelaufen ist. Wer hätte es gedacht? Aber keine Chance hatte bei diesem Ball. So, Championship Point für Toad. Den holt er sich ganz easy und damit gewinnt Toad den Pilzcup. Ja, auch hier wieder sehr souverän. Keine Siegerehrungsanimation, schade. Da hatte Mario 64 mehr zu bieten. Mario Tennis 64. Sorry, dass ich diesen Vergleich immer ziehe, aber was willst du machen? Ja, wir haben den Pilzcup gewonnen mit Toad. Und sie sagen einfach immer dasselbe. Tschüssi, ihr beiden. Ihr beiden Toads, ihr wart bestimmt sehr unparteiisch. Ja, und damit können wir in der nächsten Folge den Blumencup spielen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich tu's. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dorthin. Schöne Grüße, euer Fritte. Ciao.